Meine lieben Festivalmenschen, heute muss ich euch ein Geständnis machen, was vielleicht dafür sorgen wird, dass ihr mich danach in einem anderen Licht seht. Ich sag's, wie es ist. Festivals machen mir nicht mehr so viel Spaß wie früher. So. Und warum, erzähle ich euch heute. Genau genommen bin ich auf 5 Gründe gekommen, warum mir Festivals nicht mehr so sehr Spaß machen wie früher. Mal kurz zum Kontext. Ich bin jetzt 23, fast 24 Jahre alt. Und seit ich 17 bin, also seit 6 Jahren, auf Festivals. In diesen 6 Jahren war ich pro Saison ungefähr auf 2 bis 5 Festivals. Also sagen wir mal im Schnitt 3. Und bin dementsprechend schon auf über 20 Festivals gewesen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und auch wenn ich es nicht gedacht hätte, aber nach so vielen Festivals verändert sich einfach die Festivalerfahrung. Punkt 1. Man hat eigentlich schon alle Bands gesehen, die man sehen möchte. Obwohl ich jemand bin, der ein wirklich breit gefächertes Repertoire an Bandgenres hat, die er hört, muss ich sagen, es gibt kaum noch Bands, die ich nicht gesehen habe. Das ist jetzt auf jeden Fall Jammern auf hohem Niveau, weil ich sehr froh bin über jede einzelne Band, die ich sehen konnte. Aber es sorgt einfach dafür, dass jedes Line-Up, was rauskommt, mich nicht mehr beeindruckt. Vor allem, weil es einige Bands gibt, die eben jedes Jahr auf Festivals spielen und die man dementsprechend auch schon mal so locker 5, 6 Mal gesehen hat. Und versteht mich nicht falsch, Bands wie Kraftklub oder Materia kann ich wirklich x Mal sehen und es macht eigentlich jedes Mal wieder Spaß, aber trotzdem beeindruckt es einen nicht mehr so sehr. Es gibt jetzt schon wieder ein Line-Up nach dem anderen, was rauskommt und mittlerweile ist es eben so, dass da so vielleicht 2 oder 3 Bands dabei sind, wo ich sag, hey, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen oder erst 1, 2 Mal gesehen. Aber bei den meisten Bands ist es so, kenne ich, höre ich nicht mehr, kenne ich nicht, mag ich nicht, kenne ich und so weiter. Ich war eben schon immer der Typ Festivalgänger, der wegen den Bands und dem fetten Line-Up auf ein Festival gegangen ist. Natürlich nicht nur, aber schon hauptsächlich. Punkt Nummer 2. Man kennt schon fast jedes Festival. Ja, ich weiß, es gibt wirklich sehr viele kleine Festivals, die ich noch nicht kenne. Aber so die großen Klassiker-Festivals habe ich halt alle schon durch. Und auch wenn jedes dieser großen Festivals irgendwie cool ist und was Besonderes hat, nach all den Jahren ist es halt dann doch nicht mehr so sehr besonders. Und selbst wenn ich jetzt nur noch auf Festivals gehen würde, die ich alle noch nicht kenne, habe ich auch auf den kleinen Festivals eigentlich das gleiche Problem mit dem Line-Up so. Entweder das Festival ist so klein, dass komplett unbekannte Bands kommen, oder es ist halt so ein mittelgroßes Festival und auch dann ist das Line-Up irgendwie immer das gleiche. Punkt Nummer 3. Bei mir ist es irgendwie so, ich habe auch nicht mehr so die richtige große Festival-Crew wie früher. Früher war ich mit richtig großen Gruppen auf Festivals und man musste gar nicht lange suchen, um Leute zu finden, die mit einem auf ein Festival gehen wollen. Aber wie das nun mal so ist, wenn man älter wird, die Leute fangen an zu arbeiten oder schreiben irgendwelche Abschlussarbeiten. Und so wird die Festival-Crew immer kleiner und splittet sich in verschiedene Kleingruppen auf und tja, irgendwann sitzt man dann da und ist so, okay, ich möchte auf dieses und dieses Festival, aber niemand geht mit mir mit. Und auch wenn es was hat, mit nur einer oder zwei Personen auf ein Festival zu gehen, ist es halt schon nochmal was anderes, wenn man so eine große Party-Crew hat. Und das fehlt mir mittlerweile ein bisschen. Punkt Nummer 4. Festivals sind nicht mehr so aufregend wie früher. Das ist was, was nicht nur auf Festivals zutrifft, aber mit den Jahren hat man halt irgendwie schon alles gesehen auf Festivals. Nicht nur alle Bands, sondern auch jeden Typus von Festivalbesucher, jeden Partytrick, jedes dämliche Dino-Kostüm. Und auch dieser Feiern-Gehen-Aspekt und Alkohol-Trinken-Aspekt ist irgendwie nicht mehr so neu wie früher. Also ich habe auch so ein bisschen den Spaß am Trinken verloren, muss ich sagen. Und all das, was am Anfang noch aufregend und besonders ist auf Festivals, verliert halt irgendwann so ein bisschen seinen Reiz. Und das führt mich zu Punkt Nummer 5. Es gibt nichts Neues mehr auf Festivals. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einfach schon alles erlebt, was ich auf Festivals erleben kann. Über verrückte Trinkgeschichten zu neuen crazy Leuten kennenlernen, über mit fremden Typen anwandeln, ist irgendwie schon alles hinter mir. Ich habe das Gefühl, ich habe so das Potenzial an Festivalerlebnissen irgendwie so ein bisschen ausgeschöpft. Und es ist sau schade. Ich will eigentlich nicht, dass es so ist. Vielleicht ist es dieses, oh nein, ich werde alt Gefühl, was einen mit knapp Mitte 20 irgendwann dann so einholt. Aber ich weiß nicht so richtig, was es noch für mich zu erleben gibt auf Festivals. Und deswegen möchte ich jetzt euren Input. Es ist nämlich nicht so, als ob ich jetzt aufgebe und sage, so, jetzt gehe ich nicht mehr auf Festivals, bringt mir nichts mehr.
weil so schnell möchte ich nicht aufgeben. Festivals sind immer noch ein Ort, wo ich mich sehr zu Hause fühle und sehr wohl und wo ich mich trotzdem jedes Jahr wieder drauf freue. Auch wenn ich jetzt im Voraus schon weiß, okay, es wird halt nicht mehr so aufregend und cool wie halt das erste Festival oder die ersten fünf. Ich bin mir fast sicher, ich bin nicht die einzige Person, der es so geht. Und deswegen hätte ich jetzt gerne eure Tipps und Hinweise. Was kann ich machen, um Festivals wieder für mich aufregender zu machen? Sollte ich vielleicht mal auf Festivals im Ausland gehen? War ich zum Beispiel noch nie. Ich war immer nur in Deutschland. Oder sollte ich mal alleine auf ein Festival gehen und einfach mal gucken, wen ich kennenlerne? Wobei ich das tatsächlich auch schon so halb mal gemacht habe. Vielleicht sollte ich mal mit einer komplett fremden Festival-Crew auf ein Festival fahren. Vielleicht mit jemandem von euch. Vielleicht habt ihr auch Ideen für irgendwelche Spiele oder Challenges, die ich auf den Festivals umsetzen kann. Ich habe auf jeden Fall Lust, meine Festival-Erfahrungen wieder aufzupeppen und ich habe auch definitiv vor, nächstes Jahr wieder Vlogs zu drehen. Aber damit die sowohl für mich als auch für euch spannender werden, muss da einfach noch mehr passieren. All das hätte ich gerne von euch unten in den Kommentaren. Und falls ihr auch die Erfahrung gemacht habt, dass Festivals irgendwie auf die Dauer langweiliger werden, dann schreibt mir da unten. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao!